Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wie ihr seht, wir sind mitten in Friedenszeiten, aber unser nördlicher Nachbar Deutschland, Skandinavien, die beiden sind gemeinsam im Krieg gegen Frankreich, Großbritannien. Auf der deutschen Seite kämpft noch das Osmanische Reich. Auf der anderen Seite kämpft noch Griechenland. Dieser Krieg ist ausgebrochen, nachdem die Osmanen den Griechen den Krieg erklärt haben. Sowohl Skandinavien als auch Deutschland sind ihnen zu Hilfe gekommen, während den Griechen sowohl Großbritannien als auch Frankreich zu Hilfe gekommen ist. An und für sich. Wenn ich versuchen würde, Griechenland in meine Einflusssphäre zu kriegen oder zumindest vertraut zu machen, könnte ich in den Krieg wahrscheinlich einsteigen. Um den Status quo zu wahren. Tja, weiß ich nicht, ob sich das noch ausgehen wird. Auf jeden Fall versuchen können wir es ja mal. Was soll's? 6000 toskanische Soldaten. Rebellen. Das gefällt uns nicht. Dumme Rothemden. Werden wir aus dem Land treiben. Ja, okay. Schulden tilgen, Kriegsgrund gegen Haiti ist mir egal. Ja, außerdem, wie ihr seht, wir bauen weiterhin fleißig weitere Armeen. Wir werden, nachdem wir den Expressionismus haben, wieder ein bisschen mehr in Technologie investieren, in Handelstechnologie, um zu verhindern, dass wir da vollkommen, dass das vollkommen aus dem Ruder läuft, falls wir Krieg führen. So, das war's. Ich glaube, das waren die letzten französischen Truppen in Frankreich. Ach, super. Ich würde mal fast sagen, dass Frankreich diesen Krieg verliert. Ja, genau. Geht's mit 18.000 Mann hierher. Das passt super. Damit da die ganzen deutschen Truppen rüberkraxeln können. Naja. Allzu viel Intelligenz, glaube ich, muss man vom Computerspieler nicht erwarten. Ja, wenn es so weitergeht, vielleicht könnten wir wirklich in den Krieg einsteigen. Auf der Seite der Franzosen. Das hätte natürlich schon etwas. Wir würden dann mal auf der Seite nach Berlin vormarschieren. Das würde den Krieg definitiv zugunsten von Frankreich verändern. Oh, das ist so elend. Wo kommen diese 45.000 Franzosen her? Sie sollten da den Engländern helfen, nicht belagern. Das ist so dämlich, was die da machen. Ach, weh. Großartig, elektrisches Licht. Und zwar wo? In Osijek, na gut.
Gut, ja. Also, was werden wir versuchen? Wir werden versuchen. Hey, warte mal. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in dieser Folge möglichst ohne Krieg auszukommen. Wir haben immer 13 Infamie. Ich glaube, ein Gebiet können wir uns jetzt schon erobern. Da wären wir dann auf 24. Das ist knapp an der Schmerzgrenze von 25. Wenn wir eine Infamie von 25 erreichen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, mag uns keiner mehr. Keiner schließt mehr mit uns Frieden. Alle greifen uns an. Naja, zumindest gibt es keine, also zumindest mag dann keiner mehr verbündet mit mir sein. Und die, die verbündet mit mir sind, helfen mir nicht im Kriegsfall. Naja. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Sinken. Auf 1 runtergehen. Venezuela kann ich auch schon auf 1 runter. So, was haben wir hier? Wir sollten eine Expedition aufstellen, um als Erste am Pol zu sein. Wir müssen diesen Vorschlag in Betracht ziehen, oder? Gibt es im ewigen Eis des Nordens etwas Erforschbares? Natürlich eine Expedition aufstellen. Wir wollen Franz Josefs Land finden. Hurra! Gut, da haben wir überall. Oh, das sind 27. Hey, wir können eine Kolonie zu einem Bundesstaat machen. Die libysche Wüste, das ist ja großartig. Hurra! Das ist jetzt beinahe ein richtiger Teil unseres Reiches. So, in Afrika haben die auf jeden Fall, gewinnen sie auf jeden Fall, glaube ich, oder? Kann das sein? Schaut zumindest fast so aus. Und da ist noch irgendwie. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wieso können die einen zusammenarbeiten und die anderen nicht? Frage ich mich gerade. Irgendwie dämlich. So, Gür fertig. Ein neuer Anführer für euch. Günther von Hötzendorf, Ernst Schmidt, nö. Nö, nein. Der ist gut. Viktor von Hohenlohe. Gut, wo gehst du hin? Da haben wir in Venedig, haben wir schon was. Gehen wir nach Katowice. So, was brauchst du? 2, 4, 1.
Du brauchst noch eine Infanterie. Bitte schön. Das lässt sich einrichten. Und danach machen wir wieder eine weitere Armee. Die Inquisitoren. Sitzen wird, sich in Kür zusammenfinden wird. Okay. In Südostasien hat irgendein bisschen Land den Besitzer gewechselt. Realistische Musik und romantische Literatur bringt uns ein wenig weiter, was das Prestige betrifft. Jemen. Ganz klar. Okay. Ja, die deutschen und skandinavischen Truppen bewegen sich langsam auf Paris zu. Ach weh. Sehr ärgerlich. Na, aber immerhin Stockholm ist auch schon erobert worden. So gesehen bin ich mir gar nicht einmal so sicher, ob sie diesen Krieg gewinnen werden. Ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Osmanen den Krieg nicht trotzdem verlieren, obwohl sie rein von den Truppen her eine schöne Übermacht hätten. Wieso wartet er, bis die 20.000 da sind? Dieser Schwarm. Schon mal darüber nachgedacht, mit diesen 46.000 Mann etwas Sinnvolles zu machen. Okay, Marokko existiert auch nicht mehr. Sehr gut, und Spanien haben wir jetzt auch unsere Sphäre hinzugefügt. Warte mal. Hey, wir sind Erster. Der Krieg hat Frankreich und Großbritannien doch ziemlich gebeutelt. Vor allem was ihre militärische Kraft anbelangt. Das ist ziemlich nett. Na, schau an. Und wird auch wieder zurückerobert. Das ist gut. Aber vielleicht geht es doch nicht so gut aus, wie sie dachten. Da haben sie auch aufgehört, weiter vorzurücken. Tja. Ah, verstehe, dafür sind sie da wieder etwas vorgegangen.
Was machen die deutschen Truppen? Die stehen einfach nur rum. Interessant. Vielleicht sollte ich mich mehr um mich kümmern und weniger um diesen Krieg da. Brauchen wir noch eine Armee. Zweimal Garde. Eins. Zwei. Drei. Infanterie. Einmal. Zweimal Artillerie. Und Pionier. Dragoner und italienischer Husar, wieso nicht? Gut. Gut, Geldpegel da auch bergauf wieder ein wenig. Sollen wir da mal auf 50% zurückgehen? Yes, Spanien wieder ein Bündnis. Das wollen wir doch auch. Beziehungen verbessern. An und für sich ist das, was wir jetzt gerade machen, relativ simpel. Wir bauen unser Heer weiter aus. Unsere Industrie baut sich von alleine aus. Die können wir sowieso nicht beeinflussen, seitdem wir Wahlen haben. Können wir sowieso nicht beeinflussen. Also wir können schon ein wenig beeinflussen, aber nicht viel. Expressionismus, sehr gut. Okay, da sind wir voll, da sind wir voll. Gehen wir bei Handel ein paar von diesen Dingen durch. Aus dem irgendwo weiter oben kommen dann irgendwelche Fabriken, die wir machen können. Naja. Freies Bankwesen. Da es in Österreich keine Gesetze gibt, die Privatbankpraktiken verbieten oder regulieren würden, haben mehrere Privatinstitute damit begonnen, eigene Währungen herauszugeben. Das ist ja interessant. Während manche damit argumentieren, das hart verdiente Geld des einfachen Mannes sei zu wichtig, um es dem privaten Sektor zu überlassen, ist in einem unserer Staaten eher das Gegenteil der Fall. Die Fülle an Banken ermöglicht der Bevölkerung, ihr Geld bei Banken und den Währungen anzulegen, denen sie vertrauen. Systeme könnten natürlich scheitern und was dann? Eine von zwei Optionen wird eintreten. 50% Chance, Alfeld alle Bevölkerung in Alfeld erhalten 1 Militanz oder 50% Chance auf Böhmen, alle Bevölkerung in Böhmen verlieren 3 Militanz. Das ist ja lustig. Oder solange sie glücklich sind, habe ich nichts dagegen. Wir nehmen das erste und hoffen auf ein Senken der Militanz. Uganda.
Nö. Nichts intervenieren. Nein, du kriegst auch keinen Durchmarsch. Erlaubnis. Sehr schön. Ich weiß nicht. Das schaut ziemlich grausam aus. Expressionistische Kunst. Prestige plus 1,3. Juhu. Wir sind großartig. Hey, wir haben eine Ölquelle gefunden. Das wird ja immer besser. Und zwar in Lemberg. Hey, Lemberg. Das wird großartig, wenn wir dort jetzt eine Raffinerie hinbauen könnten. Hahaha. Gut, schauen wir mal, ob unsere nationalen Foki noch passen. Wir haben Angestellte, 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 Bürokraten. Komm, 15%. Ach, das könnte sich ausgehen. Somaliland könnte man auch noch schaffen. Feindschiffskarten. Schauen wir mal, wie ist denn das mit Konflikten? Ja, Russland hat Konflikte, schon. Okay, wir können Paraguay in die Einflusssphäre übernehmen. Nein, Meinung steigern zumindest. So. Und können noch irgendwas erforschen, Steuereffizienz erhöhen. Jetzt geht mich der schon wieder an. Ja, und Württemberg. Ist okay. Ach Gott, bin ich schön müde. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe die erste Armee nicht umbenannt. In 17. Armee. Gut, nachdem dieser Krieg weiterhin vor sich hin tobt, ohne dass wir irgendwie erkennen können, dass einer von den beiden im Vorteil ist, also meiner Meinung nach ist es Deutschland, aber sicher bin ich mir da nicht jetzt mehr. Ja, die vernichten da eine britische und französische Einheit nach der anderen. Na gut, egal, was auch immer. Wir werden jetzt mal hier aufhören.
Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Mir auch. Schlaft gut und träumt was Schönes.